So, da sind wir wieder beim Lochstopfen. Ja, ich begrüße euch jetzt extra mal nicht zu Minecraft, sondern zu Lochstopfi. Lochstopfi ist das neueste Game und zwar hat das so ähnlich wie Minecraft so die Grafiken, aber die Level bestehen eigentlich immer nur daraus, dass man hier ein Loch stopfen muss. Also es ist ganz neu und ist irgendwie zurzeit ganz groß im Kommen. Man muss sich, also es sieht so aus wie Minecraft, funktioniert eigentlich auch, es hat auch so die gleiche Engine, aber das Ziel des Spiels ist eigentlich immer nur irgendwelche Löcher zu stopfen. Also ich war von dem Spiel so begeistert und da wollte ich das einfach mal aufnehmen. Und man kann irgendwie sogar so Minecraft-Welten importieren und dann sieht das irgendwie so aus. Und das fand ich richtig cool, die Idee. Da habe ich mir gedacht, okay, machst du doch mal einen Let's-Test daraus. So. Und das ist das Let's-Test hier zu Dings. Genau, zu Dingens. So. Jetzt wäre das Ganze auch mal geklärt und weiter. Wooden Planks für alle. Ja, was wollen wir denn hier oben hin machen? Also ich bin ja für ein Glasdach. Also da bin ich ja fest dafür, dass wir uns hier ein Glasdach hinsetzen. So, Balkon haben wir unten, das heißt, den brauchen wir jetzt hier oben nicht unbedingt. So. Dann da. Und ich meine, Glas haben wir doch jetzt eigentlich auch genügend. Oh, Apfel. Hihi, Apfel für mich. Mein Schatz, mein Apfel, mein Ding. Ah, das mit der Baumfarm, funktioniert ja eigentlich mittlerweile sogar richtig gut. So, was haben wir denn eigentlich gemacht? Wir haben jetzt einen Mobgrinder, haben wir abgeschlossen. Gut, haben wir jetzt mit Erde gemacht, aber das ist ja jetzt halb so wild. Wir kriegen hier genügend Mobdrops rein. Knochen, das heißt, wir haben jetzt auch keine Hungersnot mehr. Wir können uns jetzt Brot ohne Ende machen, beziehungsweise Burger, wie es ja korrektermaßen heißen müsste. Heißt, wir können eigentlich eventuell, wenn wir genügend Holz gesammelt haben. Haben wir Knochen? Ja, 6 Stück. Oh ja. Hier den Sapling hinsetzen. Und dann können wir uns eigentlich wieder auf die Suche machen nach Materialien. Und wieso wird es schon wieder Nacht? Hab ich dir erlaubt, dass du Nacht werden sollst, Welt? Nein, habe ich nicht. So, dann machen wir hier außen auch noch dicht. Wäre schade, wenn wir hier so tolle Sicherheitsmechanismen einrichten und dann kommen die einfach durchs Gartentor gelaufen. Die bösen Viecher so. Hier. Dann nehmen wir wieder noch den fertigen Weizen, meinte ich natürlich mit. So, hier auch. Hier ist auch noch einer reif. Der scheint auch reif zu sein. Perfekt. Und dann wieder die Seeds hinsetzen, auf den Boden klatschen. So, damit hier immer schön was weiter wächst. Und das ist, finde ich, auch immer so schön, wenn man die praktisch nicht alle gleichmäßig hat. Weil dann praktisch immer, wenn einer fertig geworden ist und man den neuen hinsetzt, wird woanders einer fertig. Und ich finde das schön, weil dann kann man so kontinuierlich so Weizen ernten. Und das finde ich irgendwie klüger, als wenn man dann praktisch so Hungerwellen hat und dann irgendwie, ja, verhungert. So, hier oben. Neuer Apfel, noch ein Apfel. Ich sehe dich. Dann bauen wir dich mal ab. Block. Damit der Apfel runter kann. So, Apfel und Sapling. 2 Stück haben wir, das reicht gut. Ich habe überlegt, wir könnten ja rein theoretisch hier die Baumfarm ein bisschen erweitern. Ich würde vorschlagen, das machen wir. So, dann können wir hier ein bisschen expandieren. So, um eine Reihe, das sollte eigentlich auch reichen. Willst du mich verarschen? Wird es gerade dunkel? Oder kam mir das jetzt nur so vor? Mir kam das gerade echt so vor, es wird jetzt wieder dunkel werden. Ich habe mir jetzt schon gedacht, nee, also tut mir leid, Minecraft, also so nicht, also nicht mit mir, also nee. Aber wir müssen jetzt irgendwo Rohstoffe auftreiben. Und ich habe Angst, dass wir wieder nach Moria gehen müssten. Moria ist übrigens das hier, falls ihr es nicht wisst. Ich habe diese Mine verschlossen in der Hoffnung, da nie wieder reingehen zu müssen. Aber es bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig, als wieder die tiefen Minen aufzusuchen. Ja gut, dann machen wir das doch. Mir ist jetzt auch hier in meinem Zimmer noch ein bisschen zu dunkel. So, Fackel. Das sieht so dunkel aus. Also wieso sieht das so dunkel aus? Ist hier was drin? Nee, ist hier was drin? Nee, auch nicht. Nee, gut. Und dann wieder alles abladen. So. Creeper sollten ja unten eigentlich keine sein, aber im Notfall können wir uns ja noch ein paar Fackeln hercraften. Ich glaube, wir machen jetzt eine Essenstruhe. So. Ich glaube, das ist irgendwie klügere Idee, als hier alles irgendwie so im Mischmasch aufzubewahren. Ist hier noch irgendwas Essbares? Die Seeds können eigentlich auch rüber und der Weizen. Noch irgendwas, nicht, dass ich wieder was übersehe. Ja, die Schneebälle kommen oben rein. Hier kommen Schneebälle rein.
So, und dann machen wir hier unsere Essens. Ne, obwohl, ihr wisst ja was, die Essenstruhe, das machen wir geschickt. Die setzen wir uns neben's Bett. So, dann ist das jetzt raus. So, dann haben wir jetzt hier eine Essenstruhe, direkt, damit wir immer, wenn wir Hunger haben nachts, können wir einfach hingehen und ein bisschen essen. So, dann 8 Weizen, Seeds, noch irgendwas, genau, die Äpfel können rein. Ein paar Brote nehmen wir uns mit. Gut, vielleicht nicht so viele. Ja, 10 sollten reichen. Dann alle machen wir uns jetzt ganz viele Spitzhacken und so weiter und so fort. Die nehmen wir auch noch mit. Können wir ja immer. Holz können wir eigentlich ablegen. Dann Stickies. Ja, wir bereiten uns jetzt hier auf die Höhlenexpedition vor. Crafting Table. Oh Gott, ich habe Angst. So, Goldspitzhacken, 3 Stück und 2. 3 Eisenspitzhacken. Ui. Okay, und ach so, wir haben ja noch eine angefangen, ne? So, und die 2 Eisen. Ne, die nehme ich jetzt eigentlich mit. So, steht jetzt fest, die nehme ich mit. So, Erde brauchen wir jetzt wirklich nicht. So, Fackeln wollen wir uns noch machen. 4 Sticks haben wir noch. Das sollte erstmal vorerst reichen. Ich meine, wir können uns ja jederzeit neue Fackeln machen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da unten jetzt verloren sind und da jetzt auf Ewigkeiten bleiben. So, Brot haben wir genügend mit. Da wir keinen Hunger haben, sollte das eigentlich reichen. So, 3 Spitzhacken. Dritte. Gold. Wir haben doch sicherlich eine angefangene, oder? Ne, keine? Okay. 4. Ach, wir haben. Wow, wir haben 4 Eisen. Okay. Gut. Dann machen wir hier die Goldspitzhacken bei diesen Dingern kaputt. So, weil das brauchen wir echt. Also dafür ich. So, die Gold kann man ja auch immer schön so zum Tiefgraben benutzen. Und ich denke mal, wenn wir genügend Cobblestone haben, den wir jetzt ja mit. Den wir dann irgendwie. Wow. Den wir dann schon kriegen sollten. Wenn wir hier unten jetzt wieder weitergraben, dann können wir eigentlich auch hier dann Ste Treppen hinsetzen. Welche habe ich jetzt angefangen? So, dann können wir hier auch mit Gold, mit Steinstufen arbeiten und müssen hier nicht ewig dieses Doin, 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 so, wenn er versteht, was ich meine, machen. Und wir gehen wieder runter, tief in die Erde, in der Hoffnung, Rohstoffe zu finden. Ich bin ja auch gespannt, was. Was war das? Egal. Bin ja auch schon gespannt. Wir können eigentlich auch hier ein bisschen so anfangen, hier wenigstens so eine Goldspitzhacke oder so, damit wir hier ein bisschen leichter runterkommen. Weil diese Blöcke, der vor uns ist, der bremst uns in der Regel ein bisschen aus. Was ist denn? Ist da Bedrock? Aha. Ach stimmt, wir waren ja schon auf Bedrock-Höhe. Genau, stimmt ja. Aber wir müssen ja dann wieder etwas hochgehen, weil es hieß ja irgendwie auf Höhe 12. Oder 15, ich bin mir nicht mehr sicher, findet man am meisten Gedöns. Ah, ich weiß noch genau, hier haben wir schon lange her. Lang, lang ist es her. Wartet hier unten irgendwas auf uns? Nee? Nee? Gut. Dann gehen wir wieder zurück da oben hin und gehen auf Höhe 15. So, wenn das hier, das ist Bedrock-Ebene. So, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, und dann graben wir uns jetzt hier oben einfach entlang. So ganz easy und ganz unspektakulär werden wir uns jetzt hier entlang graben, in der Hoffnung, Diamanten zu finden. Ja, und Gold hält gar nichts aus. Also ihr seht, wie schnell es kaputt geht. Damit kommt man nicht weit. Deswegen Eisen. Oh, das geht ja. Bitte lass es mehr als nur diese beiden Blöcke sein. 1, 2. 3, 4, 5, 6, ja, doch, ja, 6 Eisen sind 2 Spitzhacken. Ja, doch, das ist annehmbar. Ja, doch, das geht. Oh, das geht ja gut los. Also, deswegen habe ich auch das Gold verbraten, weil es nützt mir nichts, das aufzuheben. Weil das einfach, das bringt nichts, weil das geht einfach schnell kaputt. Es ist Goldrüstung, sollte es je irgendwelche geben, halten auch nichts aus. Also, eigentlich heißt es so, am besten ist immer mindestens Eisenrüstung. Mindestens Eisen. So, und schon sind unsere. Wie viel? Ach, eine haben wir noch. Gut, dann verbraten wir die jetzt auch noch, die eine Goldspitzhacke. Und dann ist der Part ja auch schon zu Ende. Ich meine, das einzige Gute an Gold ist, es hält verdammt lange. Was natürlich praktisch ist, wenn man sich zum Beispiel in so einen Inventory-Editor geht und dann zum Beispiel dieser Goldspitzhacke schon sehr viel Schaden gibt, sodass sie praktisch schon kaputt geht. Sodass diese dann wiederum, also
gefühlt eigentlich unendlich halten würde. Das muss ich sagen, ist dann wieder ganz praktisch, weil dann hat man eine sehr effiziente Spitzhacke, um sich durch Kobbel zu graben. Aber wenn man normal und ohne solche Tricks spielt, dann ist Gold das sinnloseste Material, was es gibt. Ich meine, natürlich ist Gold besser als Stein, aber wobei man kann nur mit, ich glaube, man kann nicht mal mit Gold Eisen abbauen. Also ich glaube, entweder geht's gar nicht oder sehr schlecht. Also so viel dazu. Und deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, Gold zu benutzen. Und wir sammeln jetzt hier auch wieder genügend Cobblestone. Ja, und damit hatte ich ja gesagt, werde ich dann irgendwie Treppen machen, damit wir uns dann hier einen schönen Abgang bauen können, weil so finde ich, das kann man nicht anbieten, weil man bremst sich immer aus und es dauert einfach viel. Ich meine, es dauert so schon genug, irgendwo hoch oder runter zu gehen, dann braucht man jetzt nicht auch noch so viel. Was machen die da draußen? Ziehen die hier um oder was? Hoffentlich hört ihr das nicht. Da irgendjemand denkt, er muss hier irgendwas umräumen. Also, nee, nicht mit mir. 10 Minuten haben wir schon. Na gut, dann machen wir noch so 2 Minuten. Wahrscheinlich werde ich dann wieder überziehen. So. Und dann beende ich den Part auch. Ich meine, wir haben jetzt hier 4 Eisenspitzhacken und können uns jetzt auch eigentlich noch eine neue machen. Oder 2 neue. Und hier finden wir das nächste Eisen. Wow. Also anscheinend stimmt das wirklich mit der Höhe 15, dass man da wirklich am meisten Sachen findet. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow. Wow. Also 8, das ist schon heftig. Also da kann man, das kann man nicht abstreiten, dass das nicht schon etwas ist. Und wieso haben wir hier ein halbes Herz verloren? Bin ich irgendwo runtergefallen? Alter, ich bin begeistert, wie viel Eisen wir hier finden. Ich grab immer lieber ein bisschen so außen rum, damit ich mir dann auch wieder einen Aufweg graben kann, sage ich mal. So. Oh, hier geht's weiter. Ja, da bin ich aber mal gespannt. Und Redstone, okay, dann ist es also schon vorbei. Also Eisen, also wir haben bis jetzt sehr viel Eisen gefunden. Das sollte wieder für etwas reichen. Ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, was ich bauen will oder so. Deswegen kann ich nicht beurteilen, ob uns das Eisen jetzt reicht. Ich meine, wir haben jetzt 3 Spitzhacken noch und können uns noch fast können uns jetzt noch 5 weitere bauen. Oder 5. Wir können uns noch 4 weitere Eisen. Oder? 3? 3 mal. Wir brauchen 3 pro Ding. Wie viel auf geht die 3? 6 Spitzhacken sogar. 6 Spitzhacken können wir uns sogar schon weitere bauen. Ich meine, das Diamantschwert, das sollte sogar noch etwas reichen. Im nächsten. Ja, also. Das Problem ist eben, wir haben hier nicht diese unbegrenzten Welten. Und das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir haben hier nicht die unbegrenzten Welten. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ja, schreibt mir wieder in die Kommentare, wie findet ihr es, was kann ich besser machen und so weiter und so fort. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Minecraft. Und bis dahin ein schönes Weitergraben, eine schöne Zeit und immer schön, ja, eine schöne Zeit haben. Ganz einfach. Bis dahin. Kohle. Tschüss.